Seit sie in der Jury von Herz von Österreich saß, ist es meiner Tochter, das ist wirklich eine wahre Geschichte, extrem wichtig, in vielen Lebensfragen zu wissen, was die Steffi jetzt dazu sagen würde. Herz von Österreich lief auf Puls 4, falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat. Puls 4 ist ein ganz toller Sender. Puls 4, nein, ich meine das ernst. Puls 4 ist der einzige Sender der Welt. Puls 4! Puls 4. Habt ihr auch mitgemacht, oder was? Nein, habt ihr nicht. Puls 4 ist der einzige Sender der Welt, wo es den Machern wichtig ist, dass man während der Sendung den Menschen, die den Sender gerade sehen, sagt, welchen Sender die Menschen gerade sehen. Lassen Sie sich Zeit. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Sie hat den Brief zerrissen. In meiner Familie gibt es jetzt 3 Generationen Stefanie Werger-Fans. Begrüßen Sie jetzt bitte mit der Laudatio. Jetzt ist Legendenzeit für den Amadeus, für das Lebenswerk, für Steffi Werger, Josie Prokopetz. Damen und Herren, eine Auszeichnung für das Lebenswerk einer Künstlerin ist eine Anerkennung für ein Künstlerleben ohne nachhaltige Tiefen oder, wie branchenintern gerne gesagt wird, Karriereknicks. Und es muss ein Schaffen sein, das durchgehend Qualität erzeugt und keine verschwiegenen Winkel mit gewissermaßen diffusen Hervorbringungen zu verbergen hat. Wir kennen keine Melodie, keinen Liedtext, keine Interpretation, die nicht großartig gewesen wäre. Keine Buchseite, die weggelassen hätte werden können, denn die wahre Künstlerpersönlichkeit lässt alles Entbehrliche und Niedrige bereits im Vorfeld mit der ihr eigenen Selbstkritik weg. Ganz im Sinne John Irvings, der wirkliche Schaffensprozess ist die Überarbeitung. Und eine solche Künstlerpersönlichkeit, Damen und Herren, ist Stefanie Werger. Ist es von Anfang an gewesen und das, wie bemerkt, durchgehend. Es wäre unzulässige Verschwendung von Zeit, ihre großen Titel, seien sie als Tonträger oder in Büchern erschienen, tabellarisch aufzuzählen. Wir und die Menschen da draußen, wie gesagt wird, haben sie alle in den Köpfen und im Herzen. Das nenne ich schöpferisches Tun, wenn wir darüber, verteilt über das Gesamtwerk, mit- und nachdenken können, uns ertappt fühlen, lächeln und lachen dürfen. Das Leben ein Werk. Und bei Stefanie Werger ein Kunstwerk. Groß ist die Freude, liebe Stefanie, dass gerade ich dir diesen Amadeus für dein Lebenswerk überreichen darf. Gratulation. Ich nehme ihn dann. Bitte. Ich darf ihn halten. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr über diese Anerkennung und hoffe, dass mein Lebenswerk noch lange nicht vollendet ist. Ob ich dieses Lebenswerk verdient habe oder nicht, hatten andere zu bestimmen. Obwohl, ich hätte es mir schon auch gegönnt. Mir ist zwar kein Welthit gelungen, aber doch immerhin ein paar Lieder mit therapeutischer Langzeitwirkung. So zum Beispiel ist Stark wie ein Felsen mit einer hohen
Heilungsrate aufzuweisen. In Köflach, meiner Heimatstadt, wo die Leute besser bellen als ihre Hunde, da war ich bereits während des Musikstudiums als Klavierlehrerin beschäftigt. Im winzigen Unterrichtszimmer hingen die Porträts der großen Meister. Beethoven, Brahms, Wagner. Ich bin aber viel mehr auf Janis Joplin, Stones und Platz bei den Tiers abgefahren und deswegen beeilte ich mich mit 19, meine bieder gestaltete Biografie nachhaltig umzuprogrammieren. In einem Anfall jugendlicher Revolte schmiss ich mein Musikstudium und kündigte meinen hochseriösen Lehrerposten mit Pragmatisierung. Danach erklärte ich meinen zutiefst geschockten Eltern mit folgenden Worten meine Zukunftsvision. Ich will berühmt werden und muss jetzt in die weite Welt hinaus. Dann bin ich also von Bichli bei Köflach nach Plattling bei Deckendorf gefahren, um in einem Trio Tanzmusik zu spielen. Fortan tingelte ich 10 Jahre durch Deutschland und die Schweiz, was mir ein abenteuerliches Leben mit wenig Schlaf und chronischen Sodbrennen bescherte. 1981 wurde ich von einem Wiener Verleger namens Herbert Kefeder entdeckt. Ist er da? Nämlich in Velten am Wörthersee, wo ich mit einer Kärntner Band für betuchte und betagte Touristen spielte. Nach vielen Achterln und Stamperln hat er mir dann einen Plattenvertrag in Aussicht gestellt. Damals habe ich noch nicht gewusst, was genau ein Verleger macht. Nachdem dieser lang ersehnte Vertrag endlich zustande kam, verlegte er mein Geld auf seine Seite. Anfangs galt ich in meiner Karriere als schwierig. Später auch noch. Mit zunehmender Altersmilde allerdings bin ich doch beinahe lieb geworden. Gell? Ja. Oh. Ich habe über viele Themen gesungen und geschrieben, am liebsten aber immer über die Liebe. An die habe ich geglaubt, auch wenn ich viele nicht adelige Frösche küssen musste, bis ich endlich meinen Karl-Heinz gefunden habe, der mir liebevoll zur Seite steht und der mich zumindest symbolisch auf Händen trägt. Danke, geliebtes Prachtstück. Ich habe nie dem Weltbild eines Bühnenstars entsprochen, wohlwissend, dass auch heute noch grazile Frauen besser ankommen als ein wacher Geist. Dennoch durfte auch ich den Beweis erbringen, dass auch üppig ausgestattete Frauen durchaus Erfolg haben können. Danke. Mein besonderer Dank gilt vor allem meinem Publikum, das sehr treu ist. Puls 4 für diese herrliche Show. Ja, dann den ORF-Landesstudios und Radio Arabella, die meine Lieder immer noch sehr fleißig spielen. Und meiner kompetenten, liebenswerten Managerin und Freundin Elisabeth Schweiger, die mir seit Jahrzehnten das Gefühl gibt, nicht kompliziert zu sein. Vielen Dank auch an meine exzellenten Musiker, Techniker, Veranstalter, und den früheren Plattenproduzenten Wolfgang Arming, Professor Stefan von Friedberg und Markus Spiegel. Letztere haben uns Künstler noch als Menschen respektiert und nicht nur als Produkt. Und sie haben, wenn man gescheit verhandelt hat, noch ordentlich Lizenzen bezahlt. Auf diesen Humus ist schließlich die österreichische Pop- und Rockkultur gewachsen. Der einzige Sender, der uns dabei wirklich unterstützt hat, wollte uns später in die Renten schicken. Schade, Radiosender übrigens, ja. Und ich kann euch nur eins sagen, Künstler meines Kalibers gehen nicht in Pension.
die werden Kult. Dass ich meine größte Leidenschaft zu meinem Lebensinhalt machen durfte, macht mich demütig und dankbar. Dass ich mich immer noch wohlfühle auf der Bühne und willkommen vor allem. Und ich bin unkündbar. Bis auch ich eines Tages durch höhere Gewalt entlassen bin. Bis dann aber, liebe Freunde und Kollegen, Ihnen und was weiß ich, ja. Bis dann werde ich meine Kreativität an beiden Arschbacken festhalten. Vielen Dank, schönen Abend und es lebe Musik aus Österreich. Für den Music Awards 2014. Herzlichen Glückwunsch. Ihnen einen schönen Abend, gute Nacht, bis nächstes Jahr. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Steffi Berger. Schauen Sie Bock auf.